Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, Flohmarkt-Video von mir. Ja, genau, oder nicht ganz genau, aber ungefähr vor einem Jahr habe ich meine ganze Sammlung mit diesem hier angefangen. Einige Leute werden sich noch dran erinnern. Und zwar ist das hier der Game Boy Advance SP 001. Und ja, heute war ich wieder mal auf dem Flohmarkt und ich habe einige Special Editions gefunden. Fangen wir erstmal an mit den DVDs, die ich gefunden habe. Alle Special Editions, leider auf Englisch, aber das habe ich nicht gestört. Ich bin ja des Englischen mächtig und ich kann sie ja gegen die deutsche Version austauschen, wenn ich sie dann finden sollte. Dann haben wir einmal hier Transformers in Original Englisch. Ich finde, manche Sachen sind im Original Englischen sowieso irgendwie besser, muss ich sagen. Da manche Witze einfach besser rüberkommen oder so. Dann haben wir hier Transformers Revenge of the Fallen. Dann haben wir hier Eragon. Auch in Original-Englisch. Alle in Original-Englisch. Was mich jetzt nicht stört, aber... Ja, mich stört es jetzt nicht, dass es in Original-Englisch ist. Dann haben wir ja Fantastic Four. In Englisch. Also, ja, ich fand es jetzt okay, dass es Englisch ist, wie gesagt. Ich bin ja des Englischen mächtig und soll mich nicht stören. Und dann haben wir Hulk. In Englisch. Ja, alle Filme, wie schon gesagt, in Englisch. Was mich jetzt nicht stört, da manche Sachen in Englisch besser sind als in Deutsch. Und ja, soll mich jetzt nicht stören. Haben mich, die ganzen Filme haben mich 8 Euro gekostet. Eigentlich 2 Euro pro DVD, aber Eragon hat sie mir umsonst noch mitgegeben. Ja. Dann habe ich noch eine Sache gefunden, die letzte Sache für heute, aber eine sehr gute Sache. Und erst dachte ich mir, für den Preis niemals. Wenn da nur das mit dabei ist, dann niemals. Dann 2 Euro runtergehen oder so und dann wäre das okay. Aber für das muss ich sagen, top. Und zwar habe ich hier Spellforce 2 Shadow Wars, die Collector's Edition. Und da drin, jetzt machen wir mal ein kleines Mini-Unboxing davon. So sieht das Innenleben aus. Und da haben wir unter anderem... Fangen wir erstmal mit der Seite hier an. Ein ganz normales Handbuch. Dann ein Poster hier. Von den Fähigkeiten oder was auch immer das ist. Ich habe das Spiel noch nie gespielt und vorher habe ich auch noch nie wirklich was davon gehört. Vielleicht einmal oder so, aber ist auch schon wieder ewig her. Und dann eine Anleitung für das Kartenspiel. Ja, dann haben wir hier noch mit enthalten eine Stoffkarte. Relativ klein, ich habe sie schon geöffnet gehabt, aber ich habe es wieder zugemacht. Ging ja noch und alles war in Ordnung. Ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so groß, wie man sich das vorstellt. Dann ist hier noch ein Kompass mit dabei. Spellforce Kompass. Dann haben wir hier noch, wenn ich es jetzt rausbekommen würde, ein paar Postkarten. Ich gehe jetzt ja nicht durch alle durch, aber einfach ein paar Postkarten. Und dann haben wir hier noch das ganz normale Spiel auf 2 Discs. Die erste Disc ist ein bisschen verkratzt, die zweite hat überhaupt keine Kratzer. Aber ich glaube, das müsste auch mit ein paar Kratzern dann gehen. Das Spiel. Sind ja nicht so viele. Und dann haben wir hier unten drin noch. Weiß ich, ob ganz unten noch was ist. Nein. Dann haben wir hier noch das besagte Kartenspiel. Ja. Und gekostet hat mich diese Spellforce 2 Collector's Edition 10 Euro. Und für 10 Euro muss ich sagen, ist das Ganze auch okay.
Ich hätte jetzt gesagt, wenn jetzt nur das Spiel, die Karte, Poster und Anleitung mit dabei gewesen wären, wie ich zuerst gesehen habe, weil ich hab gar nicht darauf geachtet, dass hier unten noch der Kompass ist und das Kartenspiel, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur den Rest gesehen und dachte mir so, 10 Euro dafür, habe ein bisschen überlegt und geschaut, aber dafür 10 Euro zu bezahlen ist okay. Ich hätte bei dem Händler meines Vertrauens hätte ich auch nicht weniger oder mehr gezahlt, wenn es für die Konsole erschienen wäre, weil der hat ja nur Konsolenspiele. PC-Spiele nimmt er ja keine an und hat auch keine da. Nur DVDs, Blu-rays und Konsolenspiele. Und hat eben auch die passenden Konsolen dazu, wenn er sie da hat, mal. Aber ja, dafür hätte ich nicht mehr bei ihm gezahlt. Also von dem her ist der Preis dann okay. So, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video hier gefallen. Und ich muss sagen, passend dazu, dass es jetzt schon knapp ein Jahr her ist, oder circa ein Jahr her ist, hier die ganzen Special Editions auf Englisch. Was mich jetzt, wie gesagt, nicht stört, da ich ja des Englischen mächtig bin. So, Schulenglisch und ein bisschen mehr kann ich auch noch. Also von dem her soll mich das Ganze nicht stören. Ich kann ja bei Transformers zum Beispiel hier Untertitel einstellen oder so. Ja, ich kann hier ja Untertitel einstellen. Und dann kann ich das auch so schauen, falls ich mal irgendwas nicht wissen sollte oder so. Also das soll mich jetzt nicht stören. Ja. Soll mich, wie gesagt, nicht unbedingt stören. Und wenn ich die dann in Deutsch finde, kann ich sie ja austauschen, aber erstmal, dass ich sie in Englisch da habe oder dass ich sie überhaupt mal da habe, Special Editions, ist ganz okay. Und dann hier noch Spellforce 2, Shadow Wars, was ich gleich noch ausprobieren werde, ob es bei mir läuft, weil hier steht drauf, dass es für Windows XP und Windows 2000 läuft. Bei mir müsste es eigentlich auch laufen, da manche XP-Spiele auch auf Windows 8 laufen. Aber ja, das weiß ich jetzt nicht. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!